Kann ich jetzt wieder auf dem Wasser laufen, indem ich diese Wacko... Ah ja, natürlich. Los geht's! Ey, das ist voll cool. Ich stehe halt übelst auf die Umgebung, die dieses Spiel hat. Also halt diese crazy Stadt, die war nur so ein so mäßig cool irgendwie. Aber ansonsten finde ich die Umgebung hier mega cool. Ich möchte da drauf. Ich weiß, dass das geht. Schade. Verdammt. Hä? Let's run straight up. Oh Junge, kannst du nicht einfach gegen die Bumper springen? Ach Sarah, das ist vollkommen in Ordnung. Ich check nicht, was ich machen soll. Okay, 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 das hat irgendwie funktioniert. Ja, das... The Middle wird nicht funktionieren, mein Freund. Das kannst du halt ultra abhaken. Okay, okay, okay. Ey, dieses Ding gibt mir halt auch übelste Panzer Dragoon irgendwas Vibes. Panzer Dragoon 2 war das, glaube ich, wo du auch durch so einen Dschungel oder was, Orta? Ich weiß es nicht mehr. In irgendeinem Panzer Dragoon bist du auch in so einem Dschungel oder Wald oder Dschungel, Wald, keine Ahnung. Oh mein Gott. Please stop. Thank you, Elise. Junge, ich bin einfach mega impressed von diesem Spiel. Let's rip. Es ist halt ultra bad und ultra buggy und ich falle halt die ganze Zeit runter, aber ich finde die Level so cool einfach. Ich finde die Level so cool.
Link, was los? Warum ist Pokémon kacke? Was für ein Level-Scaling? Oh, verdammt. Vielleicht sollte ich auch mal hingucken, wo ich hinlaufe. Ey, die Performance. Holy shit, einfach nur. Ah, ich war doch drauf. Warte. Schnell wieder hier hin. Okay, cool. Ey, das waren weniger als 15 FPS. Ich nehme das Spiel nebenher auf, ich kann die Performance analysieren. Oh mein Gott, Junge! Don't do it, whatever you're doing! Okay, hier kann man drauf stehen. Oh, es ist eine Schildkröte. Und sie geht einfach fucking unter. What the fuck ist dein Problem, Dude? Oh mein Gott! Das ist alles zu crazy hier. Ist hier noch irgendwas? Das Level war voll cool. Das ist ein CD-Spiel, Metroid oder Donkey Kong. Spiel AM2R, wenn du Lust auf ein 2D-Spiel hast, aber kein Geld bezahlen möchtest. Junge, jetzt spiel Pokémon durch. Das ist so easy, das Spiel. Allein fürs Ende ist es wert. Hast du denn schon alle Orden? Weil dann kann ich dir einfach ein Level 99 Pokémon zuschicken und dann kannst du das alles durchbomben. Elise, you should go back to the castle. Okay. Sonic? It's so beautiful. I've never seen a tree before. Once you defeat Eggman, you'll leave, won't you? Though I've been frightened many times, I've also enjoyed this adventure. It allowed me to be something other than a princess. I was able to be myself. A girl. It sounds like being a princess isn't that easy. Die vorgerenderten Cutscenes sehen halt auch eigentlich echt gut aus, aber halt so in-game. Yikes, so. All my citizens, really. The same love my late father and mother had. Don't cry, Elise. Become a strong queen who doesn't cry, no matter what happens. Sie hat einfach sämtliche Seelen verloren, die in ihrem Körper waren gerade. I understand everything my parents said to me now. Sonic, if you leave here to go on another adventure, remember this place. Definitely. Elise? I'm fine.
mustn't cry. I can't. Elise, smile. Um 2 ist hier Feierabend. Dann gibt's noch ein bisschen Buch und dann gehe ich schlafen. Harm to come to my people. Miss Elise! It is my duty as Princess of Solion. Oh Gott, das Gesicht. There is no other choice. Das Charaktermodell von der einen. Damn. Hau raus. Kannst du machen. Fox, by the way. Danke für die 2 verschenkten Subs. This is terrible. Princess Elise went to see Eggman by herself. Tails, please help her. Wer redet da? Warte mal kurz. Funktioniert das so? Hey, wenn du jetzt Quatsch machst, bist du instant wieder gebannt. This is terrible. Princess Elise went to see Eggman by herself. Tails, please help her. Ich glaube, zeitmäßig ist in dieser ganzen Geschichte einiges nicht so richtig kohärent. Ich habe so das Gefühl, hier wurde einiges storymäßig nicht so hundertprozentig durchdacht. Rein. Ich brauche Infos. Warum bekomme ich hier nirgendwo Infos? Stab Wounds 28. Kann ich hier rein? Nein. Gibst du mir? Das ist alles so strange. Aha.
Ah, okay. Ah, hier, Infos. Ah, nee, das ist die Tante, die eben schon gelabert hat, ne? Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hey, Sax. Danke für den Sub. Oh, ich muss da hinten hin. So. Also anscheinend? I don't know. Ich wollte auch gerade sagen, Trinkspiel bei jedem komischen Sound, da kannst du ja direkt dir einen Tropf legen eigentlich. Bin ich gestorben? Sterbe ich gleich? Ah, hier muss ich lang. Okay. Irgendwie kommt mir das auch mega bekannt vor, als ob ich das doch schon mal gespielt hätte. War ich in dem Spiel doch weiter, als ich dachte? Nee, war ich nicht. Das ist unmöglich. Ich glaube, ich habe das einfach in einem Speedrun oder Gameplay-Video oder so gesehen und denke jetzt einfach nur, hä, das kennst du doch. Nice. Alles, was ich wollte, war das hier. Alles, was ich bekam, waren Schmerzen. Spider-Fox, Spider-Fox. Ich weiß nicht, ob das der intendierte Weg ist. Aber er funktioniert. Also beschwere ich mich nicht. Oh Gott. Hey, es hat geklappt. Sick. Oh, okay. Oh, shit. Okay, die Frage ist jetzt allerdings... Ach, ich muss darüber, ne? Oh, sick. Junge, was ist hier los? Well, not bad.
muss sagen, ich fühle auf jeden Fall bei dem Spiel wesentlich mehr, als ich bei Sonic Frontiers fühlte. Hier habe ich echt konstant Panik und Angst und so ein bisschen Spaß, aber hauptsächlich echt Stress so. So much of my time. If you had cooperated with me earlier, I wouldn't have had to do this. What are you trying to do, Dr. Eggman? Why do you wish to revive the flames of disaster? Did your parents ever disclose to you anything about Solaris? Solaris's secrets are in his eternal flames. His power can change time, and even manipulate the fabric of time itself. I wish to obtain this power, and dominate everything in this world. From the past, all the way to the future! You wish to rule over time? Yes, truly. And the secret, it remains dormant in you, princess. The Princess of Soliana and the Seven Chaos Emeralds. Once I have everything, the fate of the whole world will change. And one of the beautiful gems is just ahead. Chaos Emerald located. Finally. Now, let's go collect that Chaos Emerald. Das. Sie wurde nicht schon wieder gefangen, sie ist freiwillig zu ihm gegangen dieses Mal.